Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute gebe ich euch 3 Tipps, wie ihr Deutsch noch besser in euren Alltag integrieren könnt. Alles klar? Los geht's! Damit ich eine Sprache noch besser verinnerliche und lerne, muss sie in meinem Alltag präsent sein. Wie schaffen wir das am besten? Mein Tipp Nummer 1. Das Handy. Ich kann in den Settings oder Einstellungen verändern, dass Deutsch meine Sprache auf dem Handy wird. Warum ist das sinnvoll? Ich persönlich nutze mein Handy jeden Tag. Und als ich Englisch gelernt habe, habe ich die Einstellungen auf Englisch gesetzt. Das heißt, ich habe permanent die Sprache gesehen und auch jeden Tag gelernt. Mein Tipp Nummer 2. Wir sitzen momentan alle zu Hause und was machen wir meistens? Wir schauen Filme oder Serien. Und das beste Mittel dafür ist Netflix. Ich kann bei Netflix unter Einstellungen Subtitles, also Untertitel in den Videos oder Serien einblenden. Hier habe ich 2 verschiedene Möglichkeiten. Entweder schaue ich den Film oder die Serie auf meiner Sprache und habe den deutschen Untertitel. Oder wenn ich bereits ein wenig weiter bin, dann mache ich das genau andersrum. Das heißt, ich schaue den Film auf Deutsch und habe vielleicht zur Hilfe auch Untertitel in meiner Sprache. Mein letzter Tipp für euch ist auch mein Lieblingstipp, und zwar Musik hören. Ich höre super, super gerne Musik von morgens bis abends. Auf meiner Webseite findet ihr eine Playlist mit ganz vielen deutschen Titeln und Songs. Mein Tipp hier ist es, beim Hören der Musik gleichzeitig die Lyrics, also die Songtexte, zu lesen. Hier habt ihr Spaß beim Lernen und es ist natürlich auch effizient. Habt ihr weitere Tipps? Wie lernt ihr Deutsch am besten? Wie integriert ihr die Sprache in euren Alltag? Schreibt es mir unten in die Kommentare. So, das war's auch schon von mir. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß beim Deutschlernen. Spendiert mir gerne einen Kaffee, besucht mich auf Instagram oder auf meiner Webseite. Ich freue mich natürlich immer über einen Daumen hoch oder einen Kommentar. Wir sehen uns das nächste Mal. Viel Spaß! Ciao!